Ein einsamer Mann, der nachts Trost im Alkohol sucht. Das Bild kenne ich doch. Ach ja, richtig. So sah ich auch oft aus, als ich noch mit Tanja zusammen war. Vielleicht solltest du dir das mit der Hochzeit noch mal überlegen. Andererseits kann ich natürlich verstehen, dass du dich absichern willst. Wärst du nicht der erste Mann, dem sie versucht, sein Kind vorzuenthalten? Gedacht, dass sie mal so weit gehen würde, ihren und Hannes Tod vorzutäuschen. Total durchgeknallt. Tja, Sebastian, alte Plaudertasche. Es war mal wieder nett mit dir. Trink nicht so viel. Ich gehe schon mal nach oben. Soll ich mitkommen? Warum solltest du? Was denn, kommt Tanja allein nicht mehr die Treppe hoch? Müssen wir einen Lastenaufzug einbauen lassen? Sei einfach still, ja? Wir sehen uns nachher. Ja. Ja. Ach, Rebecca hat angerufen. Sie ist gut angekommen in New York. Es gefällt ihr alles sehr, sehr gut. Ja, Wunder, mit so viel ergaunertem Geld gefällt es wohl jedem gut. Gibt es eigentlich Neuigkeiten von Kim und die Eltern sie gefunden? Fragen Sie doch die Wolfs. Ja, redet ihr über eure Geschäfte? Bei so viel geballter Fachkompetenz, da muss ich mir um die Zukunft der Firma ja keine Sorgen machen. Was willst du, Ansgar? Keinesfalls euer trautes Vater-Sohn-Gespräch stören. Da lese ich lieber ein gutes Buch. Nein! Da kannst du jetzt nicht rein! Warum? Habt ihr da irgendwas versteckt? Niemand hier? Seid ihr euch sicher, dass bei euch im Oberstübchen noch alles in Ordnung ist? Ich glaube, ich esse lieber oben. Tanja, meine Liebe, hast du Freigang? Ansgar? Was denn, seid ihr etwa gereizt? Ich verstehe das gar nicht. Ach, liegt vielleicht daran, dass Tanja nicht ihre Stimme im Gremium überlassen will? Warum sollte sie das tun? Ja, in dem Geisteszustand ist sie wohl kaum in der Lage, Entscheidungen zu treffen, oder? Ich bin anwesend, schon bemerkt. Jessica, du kannst doch nicht ja, einfach... Ja, ja. Entschuldigen Sie bitte vielmals, die Herrschaften. Ich sagte Frau Stiel bereits, dass... Da sind Sie ja. Jetzt nicht. Es ist wichtig. Es geht um den Termin morgen mit Grant und Greg. Wegen dem Parfüm. Wegen des Parfums. Was sag ich? Also die Agentur hat gerade in London die silberne Lilie abgeräumt und das heißt, die kann sich jetzt die Aufträge aussuchen. Und sie wollten doch unbedingt, dass die unsere Werbekampagne übernehmen. Und ich habe es geschafft, dass... Sagen Sie es ab. Was? Dann war ja der ganze Aufriss umsonst. Wissen Sie eigentlich, wie lange das gedauert hat, die ganzen Unterlagen fertig zu machen? Ich habe Ihnen doch gesagt, jetzt nicht. Ja, was soll ich denn denen sagen? Hallo, Frau Lahnstein. Dann lassen Sie sich irgendwas einfallen. Ist doch sonst auch kein Problem für Sie, oder? Schlimm, 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 das Ganze. Nicht mal richtig zugehört. Grant & Greg ist im Moment die angesagteste Werbeagentur in ganz Europa. Tanja will einen fetten Relaunch starten. Wir brauchen genau diese Agentur. Ich fürchte, daraus wird nichts. Bin ich endlich mal auf der Überholspur, ne? Moment, du nennst es Überholspur, wenn du Geschäftstermine versemmelst? Ach, das. Ich könnte mir vorstellen, Mr. Walsh zählt noch heute von dem denkwürdigen Tag, als er dir begegnet ist. Das war doch nur, weil... Ich krieg das schon noch hin mit dem Englisch. Vielleicht solltest du es ja erst mal hinkriegen, Chancen zu erkennen. Hm? Mein Gott, bei dem Treffen morgen wird auf Deutsch geredet, oder nicht? Aber... Jessica, und du wunderst dich, dass du immer auf der Seite der Verlierer stehst? Hm.
Ach, Olli, sowas würde ich doch nie tun, das weißt du doch. Nein, außerdem stimmt es. Julia hat die Rechte an den Bildern niemals an Lili Clariss abgetreten. Ja? Frau Stiel kann froh sein, dass ich ihr diesen Tipp gegeben habe. Muss jetzt auch Schluss machen, ja? Niklas, den Tisch für Lili Clariss können Sie wieder freigeben. Die Herrschaften haben sich's offensichtlich anders überlegt. Früher hat man allerdings auch mal angerufen, wenn man eine Reservierung nicht wahrnehmen konnte. Tja, früher war einiges anders. Jessica, ich hätte dich fast nicht erkannt. Na, da wird sich Frau Schneider aber freuen, dass du doch noch aufgetaucht bist. Ach, entschuldigen Sie die Verspätung, Charlie. Würden Sie meine Geschäftspartner und mich bitte mit Espresso und Wasser versorgen? Danke. Die Originalkampagne beinhaltet entscheidende Faktoren, die einfach zeitlos sind. Leidenschaft und Verlangen. Ausgerechnet diesem kleinen Miststück soll es gelingen, diese schreckliche Kampagne durchzusetzen. Tja, ich dachte bisher auch, dass Ihre Qualitäten ganz anders liegen. Oh, bitte. Würden Sie uns bitte eine Flasche von Ihrem tollsten Champagner bringen? Sie sind natürlich meine Gäste. Vielen Dank. Oh, dann waren Sie erfolgreich. Grant und Greg wird den Relaunch für unser Parfüm übernehmen. Ist das nicht fantastisch? Ja, wie schön. Dann konnten Sie die Schwierigkeiten mit der Unterschrift lösen? Die Herren wissen ja sicherlich, dass es da ein Problem mit den Bildrechten gibt. Das war eine Fehlinformation. Julia von Anstetten hat die Rechte an ihren Bildern an Lili Clariss abgetreten. Sie haben die Unterlagen ja überprüft. Selbstverständlich. Also, was ist mit unserem Champagner? Oh, ja, selbstverständlich.